Rutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Rutan Immobilien. Am Samstag, den 24.07.2016 um 19 Uhr startete die Gewichtheber-Bundesliga gleich mit einem Highlight-Derby in die neue Saison. Der AC Müderstadt empfing in ausverkaufter Halle vor ca. 250 Zuschauer und toller Stimmung den amtierenden deutschen Mannschaftsmeister AV Speyer im Pfalz-Derby. Die Heber aus der Kaiserdomstadt zählen auch 2016-17 zu den Topfavoriten um den Titelkampf. Dementsprechend waren sie auch am gestrigen Abend in der Favoritenrolle, der sie letztendlich auch gerecht wurden. Vor allem im zweiten Durchgang, als der AC im Stoßen den Speyerern zwischendurch sehr nahe kam, zeigten die Olympiateilnehmer Almir Vilagic und Jürgen Spieß ihre Klasse, indem sie ihre Stoßgewichte mal einfach so um 10 Kilogramm erhöhten. Und die Hand ist bereit, Jürgen Spieß, AV03 Speyer, dritter Versuch. Komm Jürgen! Komm, komm, komm! Mit ihm! Wie sieht's aus, diese Frage nach der Zielsetzung? Ja, für uns, wir sind amtierender Mannschaftsmeister und wir haben die Mannschaft sogar noch verstärkt mit zwei spanischen Olympiateilnehmern, die jetzt heute noch nicht am Start waren, aber die im Laufe der Runde dann noch dazustoßen werden. Für uns heißt der Titel, das Ziel ganz klar Titelverteidigung und ich hoffe, dass da nichts dazwischen kommt. Durch die Ausfälle von Nina Schroth, Jack Oliver und Timo Solar schrumpfte die Hoffnung der Müderstadter Heber auf einen Teilerfolg schon im Vorfeld. Auch wenn die Athleten vom AC Müderstadt gegen den Topfavoriten in der Gesamtwertung mit der 715,4 zu 7,3 unterlegen waren, gab es jedoch einige positive Ansätze zu verzeichnen. Beispielsweise drei gültige Versuche, Pause 107 Punkte ein und die finnische Debütantin in den Reihen des AC, Anna Tokola, konnte in beiden Disziplinen mit Bestleistungen überzeugen. Gültiger Versuch, neue Stoßbestleistung, Anna Maria Tokola. Das Fazit für den AC Müderstadt zieht Pressesprecher Stefan Mohr. Ja, also auf einer Linie sind wir eigentlich zufrieden. Es war ein schöner Kampf, viele Zuschauer, ne, viele gute Versuche, ein tolles Debüt von unserer neuen Finnin, die wir verpflichtet haben, die Anna Tokola, mit wirklich 5 gültigen Versuchen, 2 Bestleistungen, Reißen, Stoßen. Aber von der anderen Seite her eigentlich vielleicht doch ein klein wenig enttäuschend, weil wenn man sieht von unserem Verletzungspech, Nina Schroth ist uns ausgefallen, unsere Nationalheberin, ne, die wirklich noch für viele, viele Punkte mehr gut gewesen wäre, Timo Sola, unser Schwergewichtler, dann unser britischer Gewichtheber Jack Oliver, der sehr stark ist und um die 160 Kilopunkte machen kann. Wären wir in Vollbesetzung gewesen, hätten wir es vielleicht mal geschafft, endlich mal dem AV03 Speyer vielleicht auch mal einen Punkt abzunehmen. Das wäre so der Traum gewesen. Aber man hat gemerkt, beim Stoßen war es dann zwar noch mal knapp, aber da kommen natürlich so erfahrene Kracher, die Olympiateilnehmer, ne, Spießen, Velagic, die hauen dann einfach mal 10 Kilo drauf und noch mal 10 Kilo drauf und schwupp ist der Abstand zu groß und dann können das unsere Jungen dann auch nicht mehr kompensieren. Aber im Endeffekt waren wir zufrieden. Viele Zuschauer, ein schöner Kampf, es hat gepasst, es hat sich niemand verletzt, es war in Ordnung.